Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, um deine Tochter Katharina in diesem wichtigen Moment zur Seite zu stehen und sie dem Bräutigam zu übergeben. Kathi hat von dir die Lebensfreude und die Positivität in die Wiege gelegt bekommen und dafür ist sie dir sehr, sehr dankbar. Und dieser Moment der Brautübergabe, der unterstreicht eure schöne Beziehung, die Vater-Tochter-Beziehung, die das ganze Leben lang wichtig bleibt und nie ihre Wichtigkeit verliert. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist, um deine Tochter Franco zu übergeben, dich mit dem Brautpaar zu freuen und ihnen alles Glück zu wünschen. Und von daher übergib nun deine Tochter dem Bräutigam. Wollt ihr euch so, wie ihr immer sagt, nicht für immer, aber bis ans Ende lieben und achten, Seite an Seite als Seelenverwandte vereint, so antwortet mit Ja Franco. Volete, come dite sempre voi, non per sempre, ma fino alla fine, amarvi, onorarvi e stare uniti, allora rispondete sì. Sì. Katharina, lieber Franco, Familie und Freunde. Aus ganzem Herzen freue ich mich, dass wir heute die Hochzeit von euch beiden feiern. Große Worte liegen mir nicht und lagen mir auch noch nicht. Da gibt es andere, die können das einfach viel besser. Deswegen halte ich mich auch relativ kurz. Soweit die Erde für euch der Himmel sein kann, soweit ist es einer glücklichen Ehe. Glück verdoppelt sich und wird geteilt. Das Leid wird geteilt, Entschuldigung. Und genau solch eine himmlische Ehe wünsche ich euch. Es macht mich als Brautvater stolz und glücklich, zusammen zu sein. Und um es kurz zu machen, jetzt schließen wir das damit ab, auf gemeinsame schöne Stunden und erheben unsere Gläser. Salute. Mille grazie. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass eure Geschichte eine Liebesgeschichte wird, an der ihr euer ganzes Leben lang schreiben werdet. Und dieses Italien-Gen übertragt es ruhig in die nächste Generation.